Der russische Präsident Wladimir Putin tut scheinbar alles, um an der Macht zu bleiben. Putin wurde 1999 zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt und trat zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten an. 2008 verließ er das Amt, kehrte jedoch 2012 zurück und ist seitdem an der Macht geblieben. Time has come to change this. Im Jahr 2020 änderte Putin sogar die russische Verfassung, sodass er möglicherweise bis mindestens 2036 im Amt bleiben kann. Putin behauptet, dass er zu diesem Zeitpunkt zurücktreten wird, aber niemand weiß das mit Sicherheit. Könnte ein Mann, der so sehr darauf bedacht ist, seine Herrschaft über das russische Volk aufrechtzuerhalten, über seine eigene Familiengeschichte gelogen haben, um dies zu erreichen? Das Mysterium von Wladimir Putins echter Mutter lässt einiges vermuten, dass dies der Fall ist. Doch zunächst einige Hintergrundinformationen. Putin war Premierminister, als Boris Jelzin Präsident von Russland war. Als Jelzin in den Ruhestand ging, ernannte er Putin zu seinem Nachfolger. Schließlich stellte sich Putin jedoch zur Wahl. Putin war bereits umstritten, was nicht zuletzt auf den Zweiten Tschetschenienkrieg zurückzuführen war, der durch sein Handeln als Präsident ausgelöst wurde. Im Vorfeld der Wahl flog ein russischer Erdöl-Executive, der gegen Putins Wahlsieg war, zusammen mit einem russischen Journalisten nach Tschetschenien, um ein Video zu sehen, das im Falle seiner Veröffentlichung das Wahlergebnis verändern könnte. Die beiden Männer kamen nie an, da sie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen, für den der russische Geheimdienst verantwortlich sein könnte, wie die deutsche Zeitung Zeit berichtete. Aber was war auf diesem Video zu sehen, das Wladimir Putin so sehr dazu brachte, es zu verschweigen? Laut dem Buch First Person, An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia's President Wladimir Putin, wuchs er in Leningrad auf. Seine Eltern haben beide den Zweiten Weltkrieg überlebt. Sein Vater kämpfte im Krieg und seine Mutter erlebte die Blockade von Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. Durch diese Geschichte steht Putins Familie an der Front eines der größten Siege Russlands im Zweiten Weltkrieg. Putin behauptet in dem Buch auch, dass seine wirklichen Eltern vor seinem Amtsantritt gestorben seien. In den Augen mancher untermauert dies Putins sorgfältig gepflegtes Image als echter russischer Mann des Volkes, der Mütterchen Russland zu seinem früheren Ruhm zurückführen will. Putins Herkunftsgeschichte, wie er sie erzählt, ändert sich häufig und die wahre Geschichte könnte bedeuten, dass Wladimir Putin gar kein Russe, sondern Georgier ist. Denn auf dem Video, auf dem zwei russische Erdöl-Executives starben, war nichts weiter zu sehen als das Filmmaterial einer russisch-georgischen Frau namens Vera Putina, die in der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien lebt, so die Zeit. Putina, die zum Zeitpunkt der Aufnahmen 73 Jahre alt war, erzählt den Interviewern, dass sie 1950 einen unehelichen Sohn bekam, den sie Vova nannte. Putina zufolge würde Vova nie den wahren Namen seines Vaters erfahren. Der echte Name des Jungen war Wladimir Putin. In demselben Video erzählt Putina weiter, dass sie schließlich einen georgischen Mann heiratete, zu dem ihr Sohn Vova ein gespanntes Verhältnis hatte. Dieser junge Wladimir Putin liebte Judo, sagte sie. Was mit dem übereinstimmt, was wir mit Sicherheit über den echten Wladimir Putin wissen, der einen schwarzen Gürtel besitzt. Als sich die Beziehungen zwischen ihrem Sohn und seinem Stiefvater jedoch verschlechterten, war Putina gezwungen, Vova zu ihren Eltern zu schicken. Diese waren krank, sodass der junge Wladimir schließlich bei Pflegeeltern in Leningrad untergebracht wurde, so die Zeit. Putinas Aussage ist nicht der einzige Beweis, der diese Version der Geschichte stützt. Die Macher des Videos sprachen auch mit anderen Dorfbewohnern, die sich an den jungen Vova erinnern, und Journalisten des britischen Daily Telegraph fanden sogar Beweise dafür, dass ein Schüler namens Wladimir Putin zur selben Zeit eine nahegelegene Schule besuchte. Die Geschichte wurde in einigen georgischen Zeitungen veröffentlicht. Schließlich wurde sie auch in der Türkei aufgegriffen und die Putina-Aufnahmen wurden im türkischen Fernsehen ausgestrahlt. Inmitten von Gesprächen über eine Erdgaspipeline, die von den Russen in der Türkei gebaut werden sollte, fand diese Übertragung nie statt. Dennoch wurde über Putins wahre Kindheit berichtet. Laut First Person behauptet Putin mehr über den Hintergrund seines Vaters zu wissen als über den seiner Mutter. Im Einklang mit Putinas Version der Ereignisse wird Putins eigene Erinnerung viel klarer, als er um 1960 in Leningrad eingeschult wird. Das ist ungefähr zur gleichen Zeit, in der Putina sagt, ihr Sohn sei zu Pflegeeltern geschickt worden, die tatsächlich starben, bevor Putin zum Präsidenten ernannt wurde. Eine weitere Ungereimtheit in Putins Version der Ereignisse, wie sie im Buch erzählt wird, ist die Tatsache, dass seine angebliche leibliche Mutter bei seiner Geburt 41 Jahre alt gewesen wäre, was in dieser Gegend zu jener Zeit sehr ungewöhnlich war. Außerdem lassen fragwürdige Kindheitsfotos von Putin Zweifel an der Geschichte aufkommen. Dennoch bleibt die Ungewissheit über die wahre Herkunft von Wladimir Putin bestehen.
Und obwohl Putina Proben eines Bluttests einreichte, wurden die Ergebnisse nie veröffentlicht und es gab weitere ungeklärte Todesfälle im Zusammenhang mit der Geschichte. Wie die Worte Putinas aus dem ersten Video belegen, ist sie überzeugt, dass ihr Sohn der russische Präsident Wladimir Putin ist. Laut der Zeit sagt Putina, Vova trägt immer noch meinen Nachnamen, doch er will mich nicht als seine Mutter anerkennen. Das ist der Grund, warum Leute vom KGB zu mir nach Hause kamen. Sie nahmen alle Familienfotos mit und ermahnten mich, dass ich niemandem von ihm erzählen dürfe. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Grunge-Videos über die neuesten Nachrichten. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.